Servus die Marlen und grüß euch die Buben. Ja Freunde, ich bin wieder ein bisschen in der Au unterwegs. Wir haben 8 Grad plus. Es ist zwar schon 13.30 Uhr, aber egal. Ein bisschen raus will ich. Habe auch wieder mal nur ganz kleines Gepäck dabei. Der neue Solognac, der 20 Liter. Und vorstellen wird euch den der Jens vom Kanal. Der Jens unterwegs, verlinke ich natürlich hier oben. Der hat ihn so super vorgestellt, da brauche ich dazu nichts mehr zu sagen. In dem Sinn, schauen wir, was wir jetzt noch alles erleben werden oder auch nicht. Aber jetzt gehen wir es einmal an. Los geht's. Gehen wir? Okay, passt. Ihr habt die gesehen. Aufstehen, mitkommen. Na los, gehen wir. Ich sehe dich. Ja, ich war jetzt schon länger nicht hier herüber, aber da ist wieder etliches gefallen. Naja, schauen wir, was uns noch alles erwartet. Ah, hier liegt echt einiges. Ja, ich werde mir jetzt noch ein Plätzchen suchen. Für ein Käfchen. Hunger habe ich keinen. Nur ein Käfchen, das reicht mir heute. Schauen wir mal, ob ich noch ein schönes Platzerl finde. Na, ich denke, das Plätzchen hier wird sich anbieten. Nur mal ein schnelles Käfchen. Das fehlt mir jetzt noch. Ja, perfektes Plätzchen. Ah, ich habe wieder meinen Svea dabei und ich habe auch die Modifikation schon bekommen, den Leisebrenner. Das ist so ein Selbstbauteil vom Thomas an dieser Stelle noch einmal. Danke Thomas, der funzt optimal. Ja, die sehen alle ein bisschen anders aus wie diese Silencer, aber der erfüllt seinen Zweck eigentlich optimal. Man setzt eigentlich den Oberteil auf und setzt dann dieses Teil
eigentlich nie hier auf. Und darauf steht dann die Tasse, das Geschirr oder sonst was. Und die Flammen kommen rundherum raus. Aber jetzt werden wir nochmal einheizen und dann schauen wir sich das nochmal noch näher an. Und in der Zwischenzeit setzen wir das Teil einmal auf. Ich hatte heute Vormittag schon einen Test gemacht, natürlich windgeschützt, und ohne diesen Silencer braucht er 7 Minuten 15 für 900 Milliliter Wasser und mit dem Silencer braucht er 9 Minuten 15, also um 2 Minuten länger, aber dafür ist das Teil um etliches leiser. Ja, es ist alles hergerichtet. Wie ihr hören könnt, ich halte jetzt mal das Mikrofon hier. Natürlich ordentlich auf, und sobald ich was draufstelle, ist das schon ein viel angenehmeres Geräusch. Das, was mir bei diesem Silencer noch aufgefallen ist, diesen Leisebrenner, man braucht auch gar nicht mehr so groß aufdrehen. Unnötig. Einfach um die Hälfte zurückdrehen. Und das ist optimal. Ich höre das Käfchen schon brummen. Jawohl, der ist schon fertig. Ja, und das ist doch ein Unterschied, dieser Klang, oder? Das Pfauchen, oder? Der Leisebrenner, also echt super. Gefällt mir extrem gut. Und das ist das Ganze. Aber ich werde das einmal in einem separaten Video noch einmal alles näher vorstellen. Ja, Prost, Freunde, in diesem Sinn grüße ich einmal wieder alle aufs Herzlichste, besonders an unsere Kranken und die nicht hinaus können. In dem Sinn, Prost, Freunde. Ach ja, Käfchen ist auch Geschichte quasi. Ja, packe ich halt schön langsam wieder zusammen und ziehe weiter Richtung zurück. Ja, beim Sitzen wird es doch etwas frisch. Ja, Sonne ist auch schon am Untergehen. Ja, ich habe heute weniger gefilmt, ich war echt mehr unterwegs. War nicht weiß Gott was zum Filmen. Aber ja. Muss auch so sein. So, jetzt packe ich zusammen und dann gehen wir es an. Ja, kleines Fazit bis jetzt zum Solognac. Der kleine trägt sich gut. Ich habe hier noch so eine Pouch dran gemacht. Ich habe hier auch noch eine zweite. Die gibt es in zwei verschiedenen Größen. Die habe ich das letzte Mal schon gekauft zu meinem anderen großen Solognac. Passen halt von der Tarnung her besser zu denen. Ich glaube, das nennt sich Krypton. Ja, was weiß ich was. So irgendwie. Aber schaut ganz gut aus, gefällt mir gut diese Tarnung auch. Ja, immer verwischen wir die Spuren, die wir hinterlassen haben. Denn im Endeffekt soll hier nie einer da gewesen sein. Ja, Freunde, das war's einmal wieder von der Tour. Heute mal etwas kürzer. Ja, muss auch sein. In dem Sinn, ich kann mich nur immer wieder bedanken, dass ihr dabei wart.
wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, schönes Wochenende und in dem Sinn, Servus die Malen und viert euch die Burm.